Hey und willkommen zu Gewiss. Heute sehen wir uns den Film Checkered Ninja 2 an. Viel Spaß und haltet Popcorn bereit. Ein Link zum ersten Teil ist im Beschreibungsfeld angegeben. Schaut ihn euch unbedingt an. Fangen wir also ohne Umschweife mit der Rekapitulation an. Der Film beginnt damit, dass er den inhaftierten Spielzeugmagnaten Philip Eppermann zeigt, der seinen Anwalt Jimmy dazu bringt, alle Beweise gegen ihn verschwinden zu lassen, indem er die fast zerstörte Ninja-Puppe verbrennt, den ehemaligen Manager tötet und die Liste der Kinder stiehlt, die in seiner Gefangenschaft bearbeitet wurden, indem er sich einen ungebührlichen Vorteil verschafft, Schnitt zu Alex' Familie. Sein Stiefvater John kommt mit guten Nachrichten. Nordic Nutrition hat seine App gekauft und ihn zum leitenden App-Entwickler ernannt. Außerdem haben sie ihm einen Scheck über 150.000 dänische Kronen als Vorschuss angeboten. Um diesen Erfolg zu feiern, erklärt er, dass er eine Reise ins Ausland organisieren wird und schlägt eine Vorschlagsbox vor, in der sie für ihre Lieblingssorte stimmen können. Sean will unbedingt nach Spanien, weil es dort spanische Donuts gibt. Er ist ein echter Feinschmecker. Alex ist seit einigen Tagen nicht mehr in der Lage, Jessica zu kontaktieren. Es scheint, als würde sie ihn ignorieren, was ihn sehr wütend macht. Sean versucht, Alex zu überreden, für Spanien zu stimmen, aber weil er so aufgebracht und kaputt ist, schenkt er ihm keine große Beachtung und schickt ihn aus seinem Zimmer, wobei er ihm versichert, dass er in der Schule entsprechend abstimmen wird. Während des Parker-Trainings ist seine Leistung auf einem absoluten Tiefpunkt, da er sich nicht konzentrieren kann, weil er sich Sorgen um Jessica macht und darüber nachdenkt, warum sie ihn ignoriert. Odysseus schlägt ihm vor, sich mit ihr zu treffen. Er geht dann zu Jessicas Haus, um sie zu treffen, aber Jessica scheint im Gegensatz zu Alex sehr mit ihrer Highschool-Party beschäftigt zu sein. Sie scheint sich mehr für böse Jungs zu interessieren. Während Alex auf dem Weg nach Hause ist, schlägt ein Blitz ein. Er fährt so schnell, was dazu führt, dass er zu Boden stürzt, um einen Igel vor dem sicheren Tod zu bewahren. Seine Verwunderung ist grenzenlos, als der Igel mit der Stimme eines Ninjas spricht. Was bedeutet, dass ein Ninja jetzt im Körper des Igels steckt? Ninja ist besorgt darüber, was mit dem Kindermurmeltier passiert ist, denn er hat keine Informationen über es erhalten. Sie müssen ihn zu Tode versichern. Als Alex ihn nach Hause bringt, erfahren sie, dass Philip bald freigelassen werden soll, da alle Beweise gegen ihn verschwunden sind. Der Ninja überzeugt Alex davon, dass sie in Thailand sein müssen, wenn Philip freigelassen wird, um sich an ihm zu rächen. Sie können es nicht zulassen, dass er freigelassen wird. Alex ist jedoch gezwungen, den Igel draußen im Lagerraum zu halten, da John allergisch auf Tiere reagiert. Ninja weigert sich, dort zu bleiben, aber Alex lockt ihn an, indem er ihm einen Smoothie anbietet. Alex lässt daraufhin seine Mutter eine Ninja-Puppe für ihn nähen, weil Ninja nicht mehr im Körper eines Igels stecken will. Dann überredet er sie, für Thailand zu stimmen, indem er es als vergangenes Paradies vorstellt. Er hatte ein schlechtes Gewissen wegen des Versprechens, das er Sean gegeben hatte. Aber die Rache geht vor. Schließlich öffnet John die Vorschlagsbox und die Idee, nach Thailand zu gehen, scheint in seiner Wut schwer zu wiegen. Sean schimpft Alex als doppelzüngigen Lügner, der ihn betrogen hat, weil er zu viel Smoothie gegessen hat, gegen den die Igel allergisch sind, um sein Gesundheitszustand verschlechtert sich. Alex eilt mit der neuen Ninja-Puppe, die ihre Mutter für ihn gemacht hat, um Ninja einen neuen Körper zu geben. Ninja hat keine Zeit, sich das anzusehen, denn der Igel könnte in kürzester Zeit sterben. In aller Eile versetzt er sich in die neue Ninja-Puppe. Doch als er seinen neuen Körper betrachtet, gefällt er ihm überhaupt nicht. Denn es ist eine weibliche Ninja-Puppe ohne Schwert und mit Taubenerbsen beladen, die ein seltsames Geräusch verursachen. Aber die Mission hat Vorrang, also fliegen sie nach Thailand. Alex hat ein Hotel in der Nähe des Gefängnisses in Philipp gebucht, damit sie rechtzeitig da sind, wenn Philipp entlassen wird. Es ist ihm gelungen, seine Familie zu überreden, ihn alleine spazieren gehen zu lassen, und er beeilt sich, um sicherzustellen, dass sie ihn nicht verlieren. Alex schenkt einem Ninja ein Schwert, auch wenn es ziemlich feminin ist. Denn Ninja gefällt es, und sobald Philipp aus dem Gewahrsam entlassen wird, beginnen sie ihm zu folgen. Ninja schleicht sich an, um zu lauschen, und er erfährt, dass Philipp plant, alle Kinder zu töten, die Zeugen seiner Grausamkeit waren. Philipp fragt nach der Liste der Kinder. Aber Jimmy hat sie versehentlich in seinem Büro im Club gelassen, während Ninja ihr Gespräch belauscht. Ein Junge draußen bemerkt ihn und hebt ihn auf. Allerdings verletzt ein Ninja den Jungen, was seine Mutter veranlasst, den Besitzer ausfindig zu machen und ihn zu übergeben. Der Junge zeigt unter dem Tisch an, wo er die Puppe gefunden hat. Als die Mutter sich Philipp nähert, um sie zurückzugeben, hat er eine Vision von der Ninja-Puppe, die ihn ins Gefängnis gebracht hat. Er steht unter großem Schock und zu seinem Entsetzen sagt ihm ein Kellner draußen, dass die Puppe Alex gehört. Philipp entkommt von dort und glücklicherweise finden sie den Club heraus, in dem die Liste der Kinder hinterlassen wurde, und beeilen sich, sie zu finden, denn wenn sie sie der Polizei übergeben können, wird Philipp wieder im Gefängnis sitzen. Sie versuchen, in Philipps Büro einzudringen. Alex findet es schwierig, hineinzukommen, aber Ninja hilft ihm, hineinzukommen. Sie versuchen dann, die Liste herauszufinden, aber Alex ist beschäftigt, als Jessica ihn anruft.
In diesem Moment betreten Philipp und sein Anwalt Jimmy das Büro. Sie verstecken sich sofort und belauschen ihr Gespräch. Philipp plant, seinen Mordauftrag mit der Ermordung eines Mädchens namens Honeybee zu beginnen, das in einem Restaurant auf Koh An, einer Insel in der Nähe von Bangkok, arbeitet. Irgendwann wird Alex jedoch erwischt, als ein Telefon klingelt. Er versucht, sie in die Irre zu führen, indem er sagt, er sei hier, um seinen Fußball zu finden. Aber er ist der Junge, der ihnen seit seiner Entlassung gefolgt ist. Philipp macht sich dann auf den Weg, um sein erstes Opfer zu finden. Honeybee überlässt Alex der Obhut von Jimmy, Ninja, der sich überhaupt nicht um Alex kümmert. Dann rennt er hinter Philipp her, der gerade dabei ist, die Akte zu holen, aber von einem Motorrad angefahren wird, was ihm zu einer Bruchlandung mitten auf der Autobahn veranlasst. Schnitt zu Alex. Jimmy droht ihm, dass er ihn umbringen wird, wenn er nicht die Wahrheit gesteht. Als Jimmy ihm schlagen will, schleicht sich sein Onkel ein und hält das Büro für eine Toilette. Obwohl er betrunken ist, schlägt er Jimmy nieder und Alex ist gerettet. Stuart lernt daraufhin Alex' Familie kennen. Aber niemand außer Alex' Mutter heißt ihn willkommen, denn sie wollen sich den Urlaub nicht durch einen alten Säufer verderben lassen. Also wollen sie ihn um jeden Preis loswerden. Ninja kehrt zurück und Ninja wollte nicht, dass Sean einige undeutliche Worte in ihrem Gespräch belauscht, was ihn vermuten lässt, dass etwas Seltsames vor sich geht. Alex überredet John, nach Koh An und auf die Insel zu gehen, damit sie Onkel Stuart loswerden können. Aber sein wichtigstes Motto ist es, Honeybee zu finden, um sie vor Philipp zu retten. Am nächsten Tag unternehmen sie einen Versuch, Onkel Stuart loszuwerden und nach Koh An zu gehen, was sich als großer Misserfolg erweist. Später macht sich Alex auf die Suche nach Honeybee, denn auf der Insel gibt es weniger Restaurants, sodass es für ihn einfacher ist, sie zu finden. Er besucht viele Restaurants, kann sie aber zum Glück nicht finden. Dann trifft er sich mit Jasper, der ihm versichert, dass er ihm helfen wird, Honeybee zu finden, und sagt ihm, dass sie sich um 18 Uhr treffen sollen. Während Alex über die Fortschritte bei der Suche nach Honeybee berichtet, nimmt Sean alles mit seiner Drohnenkamera auf. Sie können das Geheimnis nicht länger verbergen und nehmen ihn in ihr Team auf. Alex und Ninja gehen dann zu Jasper und lassen Sean draußen zurück. Jasper ist bereits bei Ninja und versucht zu kämpfen, wird aber von Jimmy angeschossen, woraufhin alle Taubenerbsen in ihm herauskommen und er platt ist. Jimmy macht Jasper dann bewusstlos, indem er ihn mit seiner Waffe schlägt, da er Alex schützen will. Dann sperren sich die drei, Alex, Ninja und Jasper, in einen Raum und verschwinden, indem sie eine Glasflasche auf den Herd stellen. Alex wollte Ninja jedoch dazu bringen, den Raum zu verlassen, indem er sich zunutze machte, dass er flach lag, um Sean um Hilfe zu bitten. Aber die Knöpfe hinderten ihn daran. Alex hatte keine andere Wahl, als sie hochzuziehen. Es gelang ihnen, Sean um Hilfe zu bitten, und sie wurden gerettet, kurz bevor der Zylinder in die Luft flog. Jasper sagte ihnen, dass sie Honeybee im Cobra Farm Restaurant finden würden. Alex, Ninja und Sean machen sich daraufhin auf den Weg, das Restaurant zu finden, um Honeybee zu retten. Es stellt sich heraus, dass Ninja fliegen könnte, weil er flach ist und wegen der hochgezogenen Knöpfe nicht sehen kann. Alex füllt ihn jedoch unterwegs mit Sean's Linsen auf, und auf ihrem Weg werden sie von Philipp und Jimmy bemerkt, die sie sofort verfolgen. In der Eile geht einer der Knöpfe verloren, und Alex kann nur den anderen platzieren, was ihn einäugig macht. Doch irgendwie haben sie es geschafft, sie hinter dem Dschungelpfad, der zum Restaurant der Cobra Farm führt, zu verlieren. Philipp versucht, Honeybee zu entführen, aber sie rennt in den Raum, in dem Cobras gezüchtet werden. Philipp folgt ihr dorthin, während Ninja damit beschäftigt ist, mit Jimmy zu kämpfen. Alex geht los, um Honeybee zu retten. Er entdeckt die versteckten Honigbienen, aber bald werden sie von Philipp gefunden. Jimmy schießt auf ihn, aber er hat Glück, dass das Schwert die Kugel abhält, ihn zu treffen. Schließlich setzt er Jimmy mit seinen fantastischen Ninja-Fähigkeiten außer Gefecht. Auf der anderen Seite, als Philipp gerade auf Alex schießen will, unterbricht Sean ihn mit seiner Drohne und nutzt das aus. Alex schlägt ihn nieder wie ein Ninja. Alex warnt Philipp mit vorgehaltener Waffe, damit aufzuhören, aber er rennt auf sie zu, was dazu führt, dass er in einem Käfig voller giftiger Kobras fällt und von den Kobras schwer gebissen wird. In der Zwischenzeit nimmt Sean all das in Livestreams und im Internet auf, damit jeder weiß, was für ein Idiot Philipp war, der dieses Ereignis im Internet beobachtet. Jessica ruft Alex gleich danach an. Aber während dieser Zeit hat Alex verstanden, dass sie nie den echten Alex geliebt hat, sondern nur den bösen Jungen in ihm. Und er macht schließlich Schluss mit ihr. Am Ende ist Alex traurig, weil er denkt, dass Ninja nun verschwinden wird, da die Mission erfüllt ist. Aber Ninja stimmt zu, bei ihm zu bleiben. Alex präsentiert dann den neuen Körper, den er von einem örtlichen Schneider für sich hat nähen lassen, aus thailändischer Seide mit glänzenden Knöpfen. Ninja gefiel der Körper sehr gut, sodass er sich in ihn versetzen ließ. Wir sehen uns bald wieder mit der Zusammenfassung eines neuen Films. Bis dahin, bleibt gesund und entspannt euch.